Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Dürfte mittlerweile auch, glaube ich, schon der 40. Part sein. Jetzt frage ich mich nur allerdings, warum wir wieder hier sind. Denn ich habe absolut eigentlich gar keine Ahnung, wo wir hin sollen. Warte, ich überprüfe mal gerade, ob wir nicht vielleicht noch den gleichen Spielstand haben. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vertan habe. Nein, scheint eigentlich nicht so zu sein. Petri sind alle eigentlich auf dem gleichen Level außer Petri. Und das heißt, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Schauen wir einfach mal, wie viele Orden wir haben. Genau, wir waren das letzte Mal in dieser Höhle. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen hier hoch irgendwo. Vielleicht gibt es hier eine Pokémon-Arena, die wir jetzt besteigen können. Ich gehe einfach mal rein. Obwohl die... Warte, wenn wir den anreden, sehen wir es ja. Nein, die habe ich auf jeden Fall... Die hatte ich ja, glaube ich, vor 2-3 Folgen gemacht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal... Hier geht es nicht lang. Da ist auf jeden Fall noch ein Pokéball. Gehen wir einfach mal hier... Drachenstiege. Ja, gehen wir einfach hier mal lang. Das scheint mir auf jeden Fall richtig zu sein. Aber so sicher bin ich mir jetzt natürlich nicht. Oh, ein Chartrago. Einmal tun einfach mal versuchen, es zu fangen. Akrobatik sollte auf jeden Fall, wenn es denn nicht schon zu stark ist. Ja, ist schon zu stark. Genug Damage machen. Naja, kann man auch nichts machen. Gibt auf jeden Fall gar nicht so wenig Erfahrung. So, noch ein Chartrago. Wir versuchen es einfach mal so lange, bis wir es bekommen. Oder bis unser Petri ein Level abbekommen hat. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Dann werden alle mit dem Level gleich auf. Okay, mit Akrobatik wird das auf jeden Fall nichts werden. Und ich soll es auch vielleicht nicht so oft benutzen, weil unser Petri dadurch immer wieder Damage bekommt. Dann versuchen wir es einfach mal mit... Ich glaube, ein Knirscher dürfte jetzt nicht so viel Schaden machen. Macht es mit dem Feuerboden. Knirscher wird da wahrscheinlich ein bisschen zu schwach sein. Feuerboden ist hoffentlich genau richtig. Okay, Schlitzer. War ein Volltreffer leider, aber... Ich denke, wir können jetzt schon mal unser Pokéball schmeißen. Für was haben wir denn sonst so viele? Versuchen es mit dem Hyperball. Wenn das nicht klappt, machen wir mit Superball weiter. Und wie? Okay. Eigentlich hatte ich jetzt schon erwartet, dass was drin ist. Und wenn wir jetzt richtig viel Pech haben, klappt das nicht und unser Petri wird besiegt. Wäre jetzt natürlich echt bescheuert. Oh mein Gott. Dann würde ich behaupten, unser Petri geht drauf. Ah, war jetzt nicht so geplant. Versuchen wir es einfach mit Renekton weiterhin zu fangen. Ich glaube auch mit Renekton wäre es sinnvoll, wenn wir als nächstes ihn hochleveln würden. Ganz einfach aus dem Grund, da ich glaube, dass mit Level 39 sich entwickelt. Und ich eigentlich nicht möchte, dass Kilian die Entwicklung bekommt. Okay, das ist mir jetzt auch egal. Ich versuche jetzt noch einen Superball und wenn es dann nicht klappt, dann besiegen wir es einfach. Natürlich war es das nicht. Dann haben wir jetzt leider keine andere Wahl, als es zu besiegen, wollte ich eigentlich sagen, aber... Wir haben anscheinend die Flucht ergriffen. Oh, ein Linfu.
Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich recht starkes Pokémon. Machen wir einmal die Ampelleuchte. Einmal nur zum Schauen, wie effektiv das ist. Nicht sehr effektiv, das heißt, wir könnten es eigentlich nochmal versuchen, nochmal Ampelleuchte zu benutzen. Jetzt sowieso, dass uns einmal sicher nur uns hochgeht hat. Und Sternschauer, ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt lass es wenigstens im Pokéball bleiben. Wir gehen dann auf jeden Fall zurück, da wir doch ein bisschen zu viel Schaden bekommen haben. Ich werde zwar nicht in unser Team nehmen, aber immerhin haben wir jetzt einen jeden Fuß. Ein Meister der Attacken in Serie. Wenn es sich geistig sammelt, werden die Attacken geschmeidiger und flotter. Dir geben wir auch keinen Spitznamen, da wir dich nur besitzen wollen. Und ich möchte leider keinen Kampf mehr. Doch das Spiel meint es wohl anders. Oh mein Gott. War zum Glück nicht so effektiv. Versuchen wir mal weiterhin die Pokémon zu fangen. Immer noch möchte ich möglichst viele fangen, auch wenn ich jetzt nicht alle fange. Aber ich denke, wenn es uns gerade so begegnet, können wir es ja mal direkt versuchen. Und wir haben natürlich auch Glück und bekommen es direkt. Das ist so eine kleine Entschädigung dafür, dass wir dieses Drachen-Pokémon nicht bekommen haben. Man nimmt an, dass es ein Produkt der verblüffenden wissenschaftlichen Künste einer uralten Zivilisation sei. Gestein-Geist ist eigentlich auch eine ganz coole Kombination. Aber wir holen es nicht in unser Team und ich würde jetzt endlich gerne in den Pokémon Center laufen. Da greifen wir natürlich sofort die Flucht. Und jetzt, bevor wir einen Schritt weiter gehen, auch wenn es... Okay, egal. Aber wir riskieren es jetzt einfach hier rauszukommen. Und Gott sei Dank haben wir es auch geschafft. Damit fahren wir schnell ins Pokémon Center. Denn ich glaube, dass wir da oben gegen Team Plasma kämpfen müssen. Und dann schaue ich auch noch gerade, ob wir unsere Vorräte etwas aufstocken müssen für Pokébälle von Tyler. Wollen wir... Pokébälle brauchen wir natürlich nicht. Aber Superbälle würde ich mir ein paar neue kaufen wollen. So, und ein paar Hyperbälle. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit unseren Tränken aussieht, aber... Es kann auf jeden Fall nicht schaden, ein paar immer parat zu haben. So. Gibt es bei dir noch Fruchtseile? Oder Schutzseile, so. So, Superschutz, ein paar. Nehmen wir 10 Stück mit. Geld haben wir auf jeden Fall genug, dann heile ich noch kurz die Pokémon. Und dann können wir auch hoffentlich direkt losdüsen. Letzten Part hatte ich ja ein bisschen Probleme mit dem Sound, da der Ingame-Sound etwas zu leise war, zu laut war und so meine Stimme relativ heftig überdeckt hat. Aber ich denke, das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. So, jetzt schmeißen wir natürlich direkt erstmal ein Superseil rein. Oder Superschutz, so. Und... Warum was? Ist immer so das Problem. Ich finde nämlich nie die Items, die ich haben möchte. Feuerheiler. Komm mal ganz nach oben. Da ist auf jeden Fall kein Schutz dabei. Da ist ja doch der Superschutz. Aber auch nur noch 23 Stück, war gut, dass ich welche eingekauft habe. Obwohl, ich glaube 14 werden auf jeden Fall reichen für dieses Gebiet hier. So, wo geht's denn lang? Ich glaube, man musste irgendwo Stärke benutzen.
Haben wir überhaupt ein Pokémon, das Stärke kann? Ach, da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal zurück. Oder warte, was für Pokémon haben wir denn? Aber eigentlich möchte ich keinem unserer Pokémon Stärke beibringen. Renekton könnte es rein theoretisch, aber wir holen uns dafür extra ein anderes. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ins Pokémon Center und schauen, was für Pokémon wir haben, die wir eintauschen können. Und da hört auch schon der Schutz auf zu wirken. So. Ich glaube, eins von denen, wo wir gerade gefangen haben, könnten gehen. Ja, eigentlich wollte ich die jetzt nicht teilen, sondern einfach nur austauschen. Naja. So, dann schauen wir mal. Pokémon bewegen und was wäre denn geeignet? Du bist Boden. Boden. Elektrizität und nicht Kampf. Kampf. Oh, dich hätte ich aber auch. Na, aber holen. Ich glaube, Boden geht. Holen wir dich mit, aber was holen wir raus? Leider hat jetzt keiner von denen wirklich einen Levelvorteil. Aber da wäre, glaube ich, die Renekton am klügsten rausholen. Das doch relativ ähnlich Attribute hat. Falls wir denn einen Bodentyp gebrauchen könnten in irgendeinem Kampf. So, Beutel und Stärke. Wir müssen natürlich erstmal Stärke finden. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwo. Nein, natürlich nicht. Ich gehe da mal davon aus, dass wir noch gar keine Stärke besitzen und das erstmal bekommen müssen. Und dafür müssen wir irgendwo hin. Jetzt ist die Frage, wohin? Dieses Haus anscheinend schon mal nicht. Tja. Jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Hier kann man noch tauchen, glaube ich sogar. Oh, da gibt's sogar Pokémon, das ist ja cool. Schnuthelm. Dann kann das Schnuthelm ja versuchen, eine Attacke von uns zu überleben. Wenn es Glück hat, darf es gefangen werden. Ja, Schutzschild. Das heißt, wir müssen noch eine Runde warten. Noch ein Schutzschild. Okay, dann halt noch eine Runde. Jetzt dürfte ein Schutzschild auf jeden Fall nicht mehr klappen. Das ist nicht so effektiv. Spezialangriff sinkt auch. Das heißt, unsere Feuerboden dürfen nicht mehr so stark sein und es dürfte überleben. So, noch mehr Spezialangriff weg, aber das kann uns egal sein, da wir jetzt direkt versuchen, es zu fangen. Netzball ist, glaube ich, für Wasser und Kämpferbogen, das wäre doch richtig. Für Schnuthelm. Und es ist unser Schnuthelm. Auch dies bekommt keinen Spitznamen. Wird man ihm zusammen mit Laukaps elektrische Energie zu, passiert irgendwas. Habe ich jetzt leider weggedrückt. Jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass hier. Hier können wir gar nicht lang. Ja, super. Jetzt, was mache ich dann jetzt? Da geht es auch nicht lang. Kann man hier eigentlich surfen? Kann man bestimmt irgendein spezielles Pokémon finden. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es dort. Oh, Taucher gibt es, glaube ich, in der Generation gar nicht mehr. Einen Flunschlick. Dann machen wir hier auch direkt weiter mit unserem Feuerroten. Oh, das ist überhaupt nicht effektiv. Dann versuchen wir mit Knirsche ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu stark. Nein, es passt eigentlich sogar perfekt.
Erdenschuss ist natürlich sehr effektiv, da wir auf einen Flugpokémon sind. Einen Heilball möchte ich jetzt nicht, einen Pokéball auch nicht, dann einen Superball. Und natürlich haben wir es auch direkt wieder gefangen. Es vergräbt sich im Morast am Meeresboden. Wird es von einer seiner Beute gestreift, lähmt es sie mit Strom. Also eigentlich wie eine Qualle. Oder ich wüsste jetzt nicht, an welches Tier aus der echten Natur es am meisten sich anlehnen würde. Route 8. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich hier jemals war. Oh, ein Wils Membrana. Dann erleidet dieses Pokémon leider das gleiche Schicksal wie jedes zuvor. Versuchen wir es mit Akrobatik. Ich glaube, wir haben weniger als die Hälfte des Lebens, also dürfte Akrobatik sogar recht schwach sein. Genau. Und dann können wir direkt ein Superball schmeißen. Und auch dieses ist wieder direkt im Pokéball. Und wir haben zum Glück ein bisschen Glück. Es lebt zu Wasser und zu Lande mit seiner langen, klebrigen Zunge umklammert und fängt es seine Beute. Leider bekommst du auch keinen Spitznamen. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch gar nicht so viele Ideen. So, hier sind wir. Ich gehe jetzt erstmal an ihr vorbei, guck, was das für ein Item ist. Giftig, war ja klar. Ich wüsste auch nicht, wo man Stärke jetzt herbekommen soll. Deswegen speichere ich jetzt hier. Unsere Folge ist nämlich schon vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn hoffentlich Kilian Stärke gefunden hat. Beziehungsweise, er wird wohl wissen, was dann geht. Und ja, dann speichere ich jetzt und wir sehen uns in der übernächsten Folge.